And I'm back again. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu EA Sports UFC. Und jetzt ich bin so heiß. Noch? Ich habe mir fest vorgenommen, 2 Siege mir jetzt noch zu holen. Jetzt kommt meine Rache gegen Cavalcante. Und dann müssen wir mal gucken. Hey man, this is Carlos Condit. I'm backstage at your fight and I wanted to wish you good luck. Oh, heute ist der Carlos backstage. Alles klar. Ja, der Mann mit Submission 100. Wir haben mittlerweile auch schon submission-technisch ordentlich Punkte. Vor allem natürlich jetzt viel in die Submission-Verteidigung gesteckt. Hoffentlich wird er mich nicht auschoken, denn da hapert es noch ein bisschen bei uns. Aber ruhig bleiben jetzt. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich will jetzt siegen und ich lasse diesen Kampf auch nicht über die Distanz gehen. Coming up next, it's a lightweight bout between Bruce Lee and Butcher. Ah, der Butcher. Okay. Bruce Lee, Butcher. Here we go. Our fight tonight is scheduled for 3. Wie sich Ariane sogar hinten noch hinsetzt, das ist sehr geil gemacht. Oh, das war ein schöner Treffer. Oh, das war aber auch ein schöner Treffer. Ich bin jetzt wirklich sehr konzentriert, weil dieser Kampf kann über so vieles entscheiden. Oh, blockt er erstmal alles. Ah, hätte der gesessen, ey. Fuck, da bin ich jetzt abgerutscht. Ah, Ottavio versucht das natürlich jetzt direkt wieder zu Boden zu bringen, aber ich kann aufstehen. Das war durchaus sehr wichtig. Okay. Ja, ich guck mal, ob ich hier mit einem Wechsel zwischen Kopf und Körper... Oh Gott. Das ist nicht gut. Ja, lass mich aufstehen. Oh, das ist aber nett von ihm. Hat er sich gedacht, nö, erste Runde ist mir zu doof. Oh, der war auch schön. Der Uppercut war auch gut. Alter, Moment mal, der hat sich jetzt aber ganz schön müde gemacht. Und dann blockt er alles perfekt. Oder. Oh, Scheiße. Jawoll! So, sind wir jetzt mal frech. Wartet. Oh oh. Nein! Weg da! Oh oh. Boah, das war gefährlich. Mal wieder der Ansatz zum Triangle. Oh, der war schön. Uppercut hinterher. Zack. Nee. Der Typ ist einfach nur saugut. Warum fängt er denn alles ab? Das ist nahezu lächerlich. Ich hatte gute Energie. Oh, der hat gesessen. Der hat ihm richtig wehgetan. Oh ja! Alter. Oh Mann. Alter, das hat mir richtig wehgetan. Komm! Oh, der hat mir wehgetan. Ja! Oh! Ja! Nee! Alter, der ist fast umgefallen, ne? Der ist fast umgefallen. Der Typ ist einfach fast umgefallen. Ne, da komme ich nicht mehr raus. Oh, ich habe ihn zweimal am Rande der Niederlage gehabt, glaube ich. Aber mit diesem einen Uppercut, wo er schon gefühlt wie ein nasser Sack umgefallen ist, da hatte ich ihn richtig. Da hatte ich ihn richtig in der Hand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Fight. The story of that last round, Joe. Butcher's accuracy and his striking ability. Tremendous accuracy, tremendous pinpoint strikes. Solid side kick to the body. Ja, sein Kopf müsste immer noch angeschlagen sein. Good inside leg kick. Dann muss ich jetzt ein bisschen unten, jetzt wieder nach oben.
Also manchmal halten die echt Sachen aus. Flying Knee! Wow. Komm schon. Der bewegt sich hier durch den Oktagon. Nein. Nein. Okay. Butcher with a nice knee to the body. Good block, straight count. Bruce Lee. Ja, das war doch... Oh, verdammt, ich konzentriere mich hier ausnahmsweise mal wieder auf den Kopf. Oh, jetzt hab ich ihn erwischt. Nicht, dass ich hier den TKO-Victory unbedingt haben will. Oh, oh, ich will wieder aufstehen. Ich will wieder aufstehen. Ich will freiwillig aufstehen. Nee, ich kann nicht mal freiwillig aufstehen. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Witz, Alter. Ich will freiwillig aufstehen, das funktioniert nicht. Butcher switching to southpaw. And there's a nice kick. Manny's putting together some good kicks. That kick was blocked. Ach, komm schon. Good exchange. We have reached the midway. Komm her, komm her, komm her. Oh, schöner Crane Kick. Bringe ich ihn wieder zu Boden. Okay. Wenigstens ein paar Schläge durchgebracht. Oh, da war ein schöner Ducking Kick. Wieder. Hm. Der Typ ist schwierig einzuschätzen. Jetzt habe ich ihn. Das gibt's nicht. Und dann gehen sie immer im richtigen Moment, gehen sie nochmal zurück. Und jetzt nach oben, jetzt nach oben, jetzt nach oben. Fuck. Oh, ich bringe ihn. Boom! Mit einem Power Takedown zu Boden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat er. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, das ist eine richtig ungünstige Position für mich. Richtig ungünstig. Alter. Jetzt haut nochmal alles raus. Oh, dann fängt er das scheiß Bein sogar nochmal ab. Mit dem Pfiff fängt er das Bein ab. Ah, dieser Kampf darf nicht schon wieder über die Distanz gehen. Nicht schon wieder. Aufgrund der ganzen Takedowns gewinnt er das am Ende wieder. Was hält denn der am Kopf auch schon wieder aus? Ja, mal gut. Schöne Kombination. Den Takedown wollte ich jetzt nicht. Obwohl ich ihn hätte vielleicht nehmen sollen, aufgrund der Tatsache, dass ich ja leider nach Punkten wahrscheinlich wieder hinten liege. Genau wegen sowas. Wir hatten schon wieder keinen Niederschlag, ne? Wo ist die Knockout-Power? Oh Mann, ey, ich komme da nicht raus. Ist das nervig. Puh. Oh, ich hasse es, wenn sie einen Kick machen und mit dadurch meinen Flying Knee abfangen, ey. Das hasse ich. Das war wieder eine schöne Kombination. Mach den Typen. Mach den Typen kaputt, ey. Nein. Muss ich mich jetzt echt auf Strikes konzentrieren? Boah, der Kick war böse. Oh mein Gott, jetzt haut aber Kicks raus. Ich kann mich jetzt noch nicht nur auf Schläge verlassen, ey. Oh shit. Oh shit. Oh shit, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Uiuiuiui. Fuck. Fuck.
Fuck! Ich kann das nicht schon wieder verlieren, ey. Der Judo-Toss hat nicht funktioniert. Scheiße. Oh, was soll ich jetzt aber noch raushauen in den paar Sekunden? Ich befürchte... Nee, ich habe keine Chance. Ich verliere das wieder nach Punkten gegen denselben Typen, ey. Greif mich an! Fuck, ich habe keine Chance. Nee. Fuck! Schon wieder gegen denselben Typen! Mann! Butcher's ability to take this fight to the mat will be a true key to him earning the UFC victory tonight. I absolutely agree. Gewinnt er wieder wegen den scheiß Takedowns. Es gibt wieder nicht einen Niederschlag. Was ist das? Ich kann doch noch nicht einmal mehr skillen. Es geht nicht. Es haut nicht hin. Och, ich krieg zu viel, ey. Round 3 goes for it and fuck. The decision is in, and here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this contest 30-27, declaring the winner by unanimous decision, Butcher earns the win by unanimous decision. Wieder 30, 27. Was soll das? Warum stirbt der Typ nicht? Ich krieg zu viel. Ich raste aus. Das ist doch alles scheiße. Was soll das? Ist doch Behinderte! Boah. So komme ich nie ran! Mann! Nein, der Fehler ist nicht verzeihbar! Das ist nicht. Das ist eine Scheiße, ist das! Oh. This is Michael Mayday McDonald. I just wanted to remind you, there's no such thing as failure or problem. Mit 10. Niederlage. Sowas kann gar nicht, darf gar nicht mehr Champion werden. Meine Fresse. McDonald Barreiro Kampf des Jahres. KO des Jahres Sampier. Und was kriege ich jetzt? Arthur Costa. 13-4. Oida. Den letzten, der selten verloren hat, den habe ich ja besiegt. Man macht mich das fertig, ohne Witz, ne? Das geht mir richtig auf den Piss. Hey man, Cole Miller. I hear you got a big fight coming up. Time to get down and dirty in training camp. No distractions. Good luck. Cole Miller, der hat sich auch noch nie gemeldet. Heute musst du dich auf Kick-Kombinationen konzentrieren. Häng dich richtig. Egal was für Kicks ich mache, die fangen jede Scheiße ab und gehen nicht K.O. Da kann ich trainieren, bis ich behindert werde. Das kann doch nicht deren Ernst sein, Mann. Das ist alles irgendwie. Bereite deine Kicks besser vor. Das macht einen richtig seelisch fertig. Der Typ kriegt das zweite Mal ein Entscheidungsvictory. Meine Fresse, hab ich die Schnauze voll gerade. Die Karriere, ey.
Weiter so, nur noch 10 Sekunden. Ich hätte sie zu Ende spielen sollen, als das scheiß Update mit dem Beinabfangen nicht kam. Ne? Ohne Witz, das wirft meinen kompletten Gameplan immer total um. Total. Du kannst quasi nichts damit anfangen. Und Joe Cole ist wieder der beste Fighter der Welt. Wehrt alles ab. Geht der Typ mir auf den Piss. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh, nee, ey. So langsam, wenn ich jetzt... Ich meine, das ist jetzt hier der 30. Part. Wenn Part 31 gegen diesen... Was auch immer, gegen was ich da kämpfe gerade. Gegen irgendeinen Typ mit 13-4. Der hat ja eine gute Statistik und so. Muss man ihm ja lassen. Sehr gut, mach weiter so. Werde ich meine Karriere beenden. Wenn ich verliere. Sekunden, lass dich nicht überrumpeln. Ja, das ist mal eine Ansage, oder? Oh, schade, jetzt hätte ich fast noch das Maximum rausgeholt. Fast. Wenn du so kämpfst, wie du trainierst, bist du im 0,9. Nein, bin ich nicht! Bin ich einfach nicht, weil die alle verteidigen wie absolut kranke Schweine, ey. Punches ohne Ende. Gib alles. Echt gutes Tempo. Ich bin fokussiert. Ich lasse mich jetzt durch nichts außer Ruhe bringen. Ich werde jetzt absolut fokussiert an meinen nächsten Kampf gehen. Wenn ich diesen verliere, dann habe ich in diesem Oktagon nichts mehr verloren. Dann ist meine Statistik so schlecht, dass ich freiwillig meine Karriere beende. Weil manche Sachen muss man sich dann doch eingestehen. Nur noch 10 Sekunden, das packst du! Ladies and Gentlemen. Sensationelles Sandsacktraining. So musst du. It's on.